Mein edler Freund, so. Sicher erkennt ihr die Weisheit eines kleinen Zuschusses zu unserer Schatzkammer. Du bist Thomas, was will Ruhm von dir? Der bietet mir an, gegen irgendjemand in Krieg zu ziehen. Ah, mit Tyllis. Für 4000 Nö. Tyllis schaffe ich allein. Eure Worte sind voller Trauer. Lasst uns beten, dass nicht noch Schlimmeres zutage kommt. Das ist halt blöd, weil Rom sehe ich halt komplett. Deswegen ist es immer so, ja, yeah. Sorry, die fahren jetzt mit den ganzen Schiffen. So, gallische Konföderation auch noch. Die gallische Konföderation ist echt interessant, weil die so krassen Flickenteppich hat. Okay, und der kommt jetzt raus. Das finde ich gar nicht so ungeil. Okay. Du darfst kämpfen, wenn du willst. Nice! Okay, was haben wir denn hier Schönes? Leichte Schwert- und Speerinfanterie. Gott, ey, warum können die denn alle keine Einheiten machen? Ich meine, ich habe die Germanen. Ich habe auch einen Spielstand, wo ich die Germanenvölker spiele, aber das ist, bei mir tragen die zumindest, haben die zumindest alle was an. Ja, nicht so wie die nackten Krieger. Nee, also ich meine, meine Einheiten bei meinem germanischen Spielstand sind halt einfach alle schon so stark, dass sie halt alle mit Rüstung und so rumlaufen. Mhm. Ja. Nicht irgendwie diese Heerbann-Kack-Dinger, sondern... Die Level Up Kackdinger. Das Gute für mich ist, dass du angreifst, nicht ich. Dann kann ich mich einbunkern. Also gegebenenfalls. Ja, das wird sehr interessant werden hier. Hm. Dammit, der Hügel ist nicht ganz drauf. schade. Das hätte mir... Ja, wobei... Kann ich trotzdem... Müsste dir eigentlich reichen. Ja, ich habe halt viele Pferde. Wenn du den Hügel auf meiner Seite hättest, das wäre schön. So ein richtig schöner, langgezogener Hügel. Mhm. Also dann. So. Barbaren, die haben ja noch nicht mal ansatzweise irgendwie sowas. Formationen oder so. Töre hier. Blup, blup, blup. Da bräuchte ich halt ein paar mehr Einheiten, aber es geht schon. Okay. Fertig? Ja. Pikeninfanterie zu euren Diensten. Im Falle unseres Sieges will ich Zeus und Ares mit einem Opfer für ihre Hilfe bei unserer Verteidigung. Es nähert sich feindliche Unterstützung. Gepanzerte alle Bunker! Schwere Bogenschützen! Schnell vorrücken! So, war es das schon oder kommt da noch was? Wir können mal vorspulen, bis du bei mir bist. Dauert es dann ewig. Ich laufe gerade überhaupt nicht. Ja, trotzdem. So. Du
Dude. Warte, die Elefanten stecken im Stau. Ich glaube nicht überhaupt alles. Ach, rennt einfach alle. Oder rennt bitte nicht, weil dann seid ihr außer Atem. Aber kommt einfach alle mal hier hoch. So. Das können wir später. Ach ja. Naja. Ja, aber gut durchtrainiert sind sie immerhin. Mal gucken, ob ihnen das was bringt. Ist ja hier richtige Fahler. Ist ja kacke. Ja, so eine krasse Phalanx können ja die Barbaren nicht. Richtig, die können gar keine Phalanx, nämlich allgemein gar nicht. Ich bin mir nicht sicher, ob es zu meinem Vorteil ist, wenn ich dich darauf anspreche, aber kann es sein, dass du eine von deinen Hopliten, von deinen persischen Hopliten-Einheiten falsch rumstehen hast? Von mir aus gesehen ganz links. Ja, das ist Absicht. Okay. Na dann. Das war nur, um dich zu irritieren. Also, alles gut. Ja, es hat fast funktioniert. So. Was fast? Du hast es bemerkt. Richtig. So, okay. Ja. Sehr breite Aufstellung, okay. Ja. Die Umklammerung des Todes wird es dann, oder? Richtig, genau. Ja. So, die Frage ist, sehe ich, wie weit deine Bogenschützen schießen können? Nicht, oder? Nee, das wäre ja unfair. Das wäre sehr unfair, ja. Das sieht man nur bei Belagerung, wie weit die Türme schießen. Ja, weil es da eine feste Reichweite ist. Ja, genau. So, na dann. Randa, Burschen! Okay, dann machen wir mal wieder normale Geschwindigkeit, oder? Ja. Unsere versteckten Einheiten wurden entdeckt. Ah, das sieht schon immer cool aus. Ich bin tatsächlich sehr gespannt, ob das jetzt ansatzweise so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Ja, bis jetzt sieht es sehr gut aus. Du hast sie da jetzt auch hingestellt. Erfüllt den Himmel! Elefanten bereit! Eure Befehle! Schwere Bogenschützen! Feuert auf den Feind! Elefanten für den Kampf bereit! Persische Hopliten! Elefanten sind bereit für die Schlacht! Der feindliche General ist tot! Reite doppelte Geschwindigkeit! Schwere Bogenschützen! Feuer! Dann machen wir doch mal. Der General wird angegriffen! Brennender Schuss, ne? Gepanzerte Elefanten! Persische Hopliten! Auf meine Bogenschützen hin. Oder Fernkämpfer, Bogenschützen.
kann ich. Ja, natürlich. Die dürfen meine Pikenier-Phalanx nicht angreifen. Wie lauten eure Befehle? Doppelte Geschwindigkeit! Befehle? Zu eure Befehle? Gepanzerte Botter! Lasst sie bluten! Plänkler-Kavallerie. Ja, ich weiß. So, könnt ihr die jetzt endlich mal einrennen hier? Das gibt's doch nicht. Na, so geht doch. Los, vorwärts, weiter. Burschen. Hauptsache, meine Elefanten gehen weg von der Schlacht. Ja. Oh, wow, du bist durchgekommen. Mhm. Eine unserer Einheiten ist in Raserei geraten. Rappel sie nieder! Eine unserer Einheiten ist in Raserei geraten. Unseren Herrn und Meister! Ich erwarte eure Befehle! Gepanzerte Alabotten! Wehre Bogenschützen! Wie ihr sagt! Gepanzerte Alabotten! Eine unserer Einheiten ist in Raserei geraten. Was muss man denn tun, um einen scheiß Elefanten zu töten? Das gibt's doch nicht. Viel. Also ich meine, ich habe gerade alles auf deinen Elefanten draufgeworfen und die stehen da immer noch und tun. Haben die einen getötet? Nein. Der eine hat keinen Reiter mehr. Ich sehe das als einen Sieg. Okay. Ja, aber Plänkler Kavallerie ist, ja, die schießt zu wenig, um die wirklich zu töten, also wenn... Ja, aber ich meinte auch nicht die Plänkler-Kavallerie, sondern ich meinte gerade in der letzten Situation, ich habe alles, was da stand, habe ich auf deinen General draufgeschmissen. Und zwar, ich meine wirklich alles. Ach so, ja. Ja. Also ich würde sagen, die Kill-Statistik spricht sehr für mich. Ja. durchaus. Ganz ehrlich, ich finde das erstaunlich, weil die, also ich meine, ich weiß nicht, woran das liegt, aber in Kampagnenspielen gegen KI-Einheiten kommst du durch eine Phalanx meistens durch, wenn du denen, also und zwar sehr viel schneller als ich jetzt, wenn du deinen Einheiten sagst, sie sollen durch die, also an quasi, wenn du hinter die Phalanx klickst mit einem Bewegungsbefehl, nicht mit einem Angriffsbefehl, so kommen die, in der Regel kommen sie dann durch. Ja. Und bei dir hat es jetzt aber Ewigkeiten gedauert und das hatte ich irgendwie, bin ich davon ausgegangen, das geht schneller. Es kommt auch immer drauf an, wie tief die Phalanx ist. Also, weil ich stelle meine Einheiten eigentlich nie unter 4 Reihen tief. Ja. Weil, sonst sind die einfach, wie du sagst, kommen die einfach durch. Genau. Und auf welcher Schwierigkeitsstufe spielst du? Gegen KI? Boah, das ist keine Ahnung, ehrlich gesagt. Ja. Aber das macht wahrscheinlich auch einen Unterschied, ja. Ja, auf jeden Fall. Aber hier, Pikiniere sind einfach geil. Ich meine, schau dir das an, 403 Kills. Ja, ich kann es leider nicht mehr sehen, weil ich schon aus dem Bildschirm draußen bin. Das finde ich immer schade, dass er dann sofort aus dem Bildschirm rausgeht, also... Ja.
Da lobe ich mir einen langsameren PC, da kann man das länger anschauen. Naja. Aber 400 Kills ist schon nicht schlecht, ja. Aber das liegt wahrscheinlich daran, dass die Einheit einfach deine ganze Armee abbekommen hat. Abgefangen also, hat, ja. Ja, ursprünglich hatte ich, also ich habe halt überlegt, mit der breiten Aufstellung halt einfach deine Piken so sehr wie möglich halt an der Stelle, wo du sie aufgestellt hast, festzuhalten, damit meine Schwertkämpfer dann einfach alle bei dieser einen Einheit durchrennen, deine Bogenschützen platt machen und genau, aber das hat leider nicht funktioniert, weil die viel zu lange gebraucht haben, um da durchzurennen. Ja. Durch deine persischen Hopliten. Das machen wir automatisch. Ja, doch, würde ich auch sagen. Tja, also für dieses Unterfangen hättest du dich ein bisschen anders aufstellen müssen. Also nicht die ganze Armee auf die Seite, sondern ich meine, ich war relativ, also meine rechte Flanke war ja komplett frei. Und die Pikiniere in der Mitte waren dann auch nach ein paar Minuten frei und dann konnte ich deine Armee quasi einkesseln. Und da hättest du auf jeden Fall eine starke linke und rechte Flanke machen müssen und die Mitte aber auch noch bedrohlich machen. Also ja, die Mitte war quasi deine linke Flanke jetzt. Und das war ein bisschen Friedensabkommen mit Knossos. Wir sind sicher, ihr werdet es tun. Ja, okay. Die wirst du ja dann auch irgendwann angreifen, ne? Ja. Dann habe ich ja einen Vorwand auf die Rache von Knossos oder so. Genau. Ich werde Knossos rächen. Ah, Knossos klingt so lecker. Wie Knoppers. Ja. So ein bisschen einfach, ja, keine Ahnung, wie Schokolade oder knusprige Kekse. Einnehmen nenne ich sie Knoppers. Okay. Mal schauen, ob das so gut ist oder nicht. Ah, cool, jetzt kann ich die Stadt einfach erobern. Krass, normalerweise ist das anders, aber okay, cool. Dann brauche ich ja die Verstärkung gar nicht. Ups. Tempel und öffentliche Ordnung. Dann die Hansel von drüben. Holen sich mal wieder die Siedel zurück, also die Stadt zurück. Und das können wir wieder automatisch machen. Das war ein würdig. Ja. Ein sehr kurzer Sieg auf jeden Fall. cool. Schnell und eindeutig. Ja, das auf jeden Fall. Level up von der Armee, das mag ich immer. Du bist mal ein Stratege. Und bekommst die Geheimnisse. Die ganze Armee, du bist ein Stratege. Ja, nein, die ganze Armee hat schon die Gefährten bekommen. Aber genau. So, Nahrung brauche ich eigentlich gerade nicht. Welchen Ring transportieren? Was transportieren? Welchen Ring transportieren Sie, die Gefährten? Moment, ich schau mal kurz. Ein Radring. Keine Ahnung, der General ist halt auf dem Streitwagen. Mir ist nämlich gekommen, wir haben ja die letzte Session haben wir ja überlegt, weil ich sehr viele Boni auf Streitwegen habe, aber ich kann ja keine Streitwegen bauen. Und die einzigen Streitwegen, die ich bekomme, sind halt über Generäle, also... Heißt, deine Generäle sind... Aber kannst du vielleicht irgendwo Streitwägen oder so erforschen? Nee. Also ich habe schon geschaut und... Gibt's nicht.
So, 80%, 81, okay. Und das machen wir auch automatisch? So, die bekommt jetzt auch eine Tradition, das ist schön. Ah, jetzt habe ich endlich, Wie lautet euer nächster Befehl? Okay. So, jetzt, okay, das war ein kurzer Bug. Weil, auf der Map sieht man ja immer, wo man was bauen kann. Also zum Beispiel, ob da Kamele sind, ob da Pferde sind. Also bei Pferden kann man ja die Pferde ausbauen und so weiter. Oder updaten. Und die ganzen Pferde, die in meiner Nähe sind, sind unter Kontrolle von Verbündeten. Und Seleukiden sind ja eigentlich, ja, haben eine starke Kavallerie. Und jetzt habe ich endlich welche gefunden, aber die ist jetzt in Dimidi. Ja, das ist westlich von Karthago. Tja, jetzt bin ich da auch. Was? Westlich von Karthago? Ja. In Dimidi. Du hast mich ja bald umrundet. Ja. Ah, schön. Sehe schon, weißt du, Griechenland, der Mittelpunkt der Welt, belagert von den Seleukiden. Das ist eine Blockade! Warte, da gehe ich zurück, genau. Hey, ich sehe dein Schiff, du bist ja die Rache von Atlantis. Hi! Auch gut. Ist es der da oben? Ja, ah, ja, tatsächlich. Wie geht's dir? Ja, geht's gut soweit. Hier. Alles klar. Ah, schön. Ja. Wir kommen gerade ein bisschen die Gegend und du so. Naja, ich auch. Ich wurde von meiner, von der Familie verbannt. Oh wow, das ist bitter. Ja. Nur weil ich in der falschen Familie aufgewachsen bin. Scheiße. Ist eigentlich schon bitter. Aber okay. Das ist mies, ja. So, dann. Ja, aber immerhin hast du das Schiff gefunden und nicht das andere. Ja, ja, das stimmt. Ja, manchmal ist Verbannung besser als Ermordung. Ja, das ist richtig. Sieht man bei Zuko. Das ja. Liegt selbst jenseits meiner beachtlichen Talente. Ich will nicht aus. Ich kann ja in Pella richtig was ausbauen. Uiuiui. Was ist denn da los? Was ist da los? Ui, ach so, warte mal, aber das ist der. Ja, genau. Ich glaube, das wusste ich schon, dass ich das ausbauen kann und habe es einfach nur nicht gemacht und zwar aus guten Gründen. Mann, jetzt habe ich aus Versehen den falschen, also einen feindlichen General abgedatet. Also aufgelevelt. Das ist natürlich doof. Ja. Aber das passiert. So, oh, die 212, der bekommt auch was. Ui. Die ist schon Level 5, die Armee. Das ist cool. Was machen wir denn mit dir? Ja? Angriffsbonus für alle Einheiten. Moral für alle Einheiten. Bewegungsreichweite. Ja, klingt gut. Ja, ja. Ja, wird gekauft. Ja. So, was bekommst du hier? Gravitas pro Runde ist natürlich auch gut. Warte, Angriffsbonus für Streitwagen. Bist du ein Streitwagen? Hast du einen Streitwagen? Hast du keinen Streitwagen? Schade. Dann hast du keinen Streitwagen? Bau dir einen Streitwagen. Ja, nee, der ist schon. Warte, das ist die Armee, die schon voll ist. Es ist immer so lustig, wenn man irgendwie die erste Armee oder die ersten zwei Armeen, die man hat, die will man eigentlich dann nie umtunen, weil die alle irgendwie Rang Gold sind. Und dann so. Oh, ja. Aber die Einheiten sind so kacke, aber. Ja. Ist so lustig. Gut. Du bist dran.